Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Wir haben Montag, das heißt, wie jeden Montag haben wir die Update-Vorschau vor uns. Das Ganze soll von 10 bis 11.30 Uhr gehen. Das heißt, bei uns in unserer Zeit ist das von Dienstag 7 Uhr bis 8.30 Uhr. Das heißt, morgen früh 8.30 Uhr sollte dieses Update fertig sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Wir bekommen einen neuen Helden und zwar bekommen wir eine zweite Dunner-Follis. Die hat die Farbe Rot. Auf die Fähigkeiten können wir danach nochmal eingehen, aber an sich kein sonderlich krasser Charakter. Also wenig brauchbar, es sei denn, man will ihn wirklich in den Time-Limited Dungeon spielen. Dort ist sie nämlich für gemacht, aber im Time-Limited Dungeon hat man so oder so mehr als genügend Charaktere, die man benutzen kann, mit denen man das Ganze innerhalb der Zeit immer schafft, da das Ganze ja immer zeitlich limitiert ist oder halt versuchsmäßig limitiert. Dann haben wir hier ein paar neue Events, ein paar zwei extra vom 2,5-jährigen Jubiläum. Dort kommen Gilia und Jericho zurück als Final Boss. Wird ziemlich langweilig. Hatten wir schon und ja, ist natürlich mit 90 Super Awakening 6 und den ganzen Charakteren, die mittlerweile draußen sind, gar keine Herausforderung. Dann haben wir ein Happy New Year Login Event und ein New Hawk Pass Loyalty Items. Mal gucken, ob dort eventuell mal wieder was Schönes reinkommt. Ansonsten haben wir natürlich die Battle Events in Fort Zolgus, 2 Diamanten pro Dings, also 4 Diamanten die Woche plus die ganzen anderen Belohnungen, die ihr hier seht. Dann haben wir ein System-Update. Wir bekommen neue heilige Relikte. Einmal von Valenti MK2. Und zwar, wenn sie einen kritischen Hit von einem Feind abbekommt, wird ihr Angriff um 8% erhöht. Das Ganze bis zu 5 Mal. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass jeder kritische Hit zählt. Ich weiß nicht, wie das aussieht bei gewissen Attacken, die ja mehrmals zuschlagen, ob dort jeder kritische Hit zählt. Aber ich denke mal, pro Skill, wo ein Crit dabei ist, wird das Ganze hier um 8% erhöht. Dann haben wir einmal die anderen beiden Valentis, einmal die grüne und einmal die blaue. Ihre Ulti füllt sich um 4 Kugeln, wenn ein Verbündeter stirbt. Gut, aber wir werden wahrscheinlich keinen dieser beiden Charaktere in nächster Zeit in der PvP-Arena sehen. Und dann haben wir Zaratras, dessen heiliges Relikt irgendwie auch nicht so gut ist. Und zwar, wenn er in PvP nicht crittet, dann tut er sozusagen seinen Damage, den er ausgeteilt hat, um die Höhe der Crit-Chance, die er hat, an Schaden machen. Also das, was er eigentlich schon als normale Passive hat, nur dass sie da nicht in PvP zählt, bekommt er jetzt hier für die PvP-Arena, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Oder es ist irgendwie eine kleine Änderung, die mir nicht aufgefallen ist bei dem Heiligen Relikt. Aber im Normalfall ist doch seine normale Passive genau das. Weiß nur nicht, ob sie für PvP zählt, da Zaratras eigentlich kein PvP-Charakter ist. Also ja, an sich alle heiligen Relikte eigentlich relativ uninteressant, es sei denn, man würde Valenti MK2 spielen. Aber auf global sehe ich sie so gut wie gar nicht. Ich habe sie, glaube ich, insgesamt vielleicht 2 Mal in PvP gesehen, gerade als sie frisch rauskam und danach gefühlt nie wieder. Und ansonsten haben wir nur noch hier ein paar endende Events und Bundles. Und zwar die Blessing 3 Gift, also dieses Weihnachtsbäumchen, wo man sich jeden Tag Geschenke abholen konnte, geht weg. Dann das Joyful Winter Holiday und die Eventmission dazu und der Coinshop Winter Holiday Event, das geht auch vorbei. Und ansonsten haben wir noch das Special Monthly Pickup Draw, was auch endet. Ansonsten ist nicht viel, das heißt, wir hatten letzte Woche wieder das große Update, das heißt, diese Woche bekommen wir mal wieder das tote Update. Und dann sollte es eigentlich auch schon wieder von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Video. Macht's gut.